Immer noch die Gebiete, immer noch fette Texte. Noch immer kein Interesse für hintere Plätze. Immer noch unterwegs für Gott mit Auftrag. Immer noch plakativ und deep wie South Park. Immer noch der Killer, so wie jedes Mal Kenny. Immer noch Peter Pan, Mike Ruben und Danny. Immer noch Warriors für den Boss, für wen sonst. Immer noch am Leben für SeaWorld. Ein herzliches Grüß Gott an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu Vollwert. Kreative Köpfe aus Musik und Kultur präsentieren wir Ihnen und heute aus dem Evangelischen Medienhaus in Stuttgart. Ich habe hier nette Gäste. Die erste Gruppe, die muss ich ankündigen, jedes Mal mit einer gewissen Überlegung. Euer Titel ist so abgefahren, Kiss the Funky Monkey, sprechen wir gleich nochmal drüber, dass ich mir immer überlegen muss, woher kommt das, aber das erklärt ihr uns dann. Und Jonathan Reichling, bei uns kennt man meistens den Namen Reichling, aber Reichling, du kommst auch aus einer ganz anderen Gegend. Ja, ich komme aus Luxemburg. Ist aber eigentlich auch jetzt nicht unbedingt ein typisch luxemburgischer Name. Ich weiß gar nicht eigentlich, wo der herkommt. Also Reichling. Jonathan ist, glaube ich, mehr so ein... Gibt's überall. Ja, das gibt's inzwischen auch bei uns ziemlich häufig. Ja. Aber was es nicht gibt, ist den Jonathan Reichling und seine ganz besondere Musik. Du machst schon lange Musik. Ja, ich mache schon lange Musik. Ich habe am Anfang zuerst ein Instrument gelernt, so... Und habe an sich dann über meinen Musiklehrer, der viel selber Songs komponiert hat so, und auch produziert hat. Und der hat mir das so ein bisschen beigebracht und mich so ein bisschen auf den Geschmack gebracht. Also nicht nur das Instrument, sondern auch Songwriting? Auch, genau, ja. Also so Songs vor allem zu komponieren. So. Mhm. Und ja, so bin ich eigentlich so ein bisschen auf den Geschmack gekommen und habe dann angefangen, so selber ein bisschen auszuprobieren und zu experimentieren. Mhm. Und ja, so ist das entstanden. Je ne sais plus qui je suis. Quand tu danses, j'oublie les douleurs, les galères du quotidien. Quand tu danses, quand tu danses, quand tu danses. Kaum zu glauben, was gerade hier passiert ist. Ich hab dich einmal angesehen, dann ist's geschehen. Jetzt bin ich deine Marionette, ich hab meinen Kopf verloren. Wenn du tanzt, wenn du tanzt, wenn du tanzt. Quand tu danses, quand tu danses, tu me fais tourner la tête. Quand tu danses, je ne sais plus qui je suis. Quand tu danses, j'oublie les douleurs, les galères du quotidien. Dann habe ich von dir gelesen, dass du schon einige so Entwicklungssprünge gemacht hast. Du hast dich mal ganz bewusst so auf altes luxemburgisches Songgut eingelassen. Wie kam es dazu? Also es gab in Luxemburg von einem der größten Sender in Luxemburg, also Radiosender, RTL, ja. Die haben eine CD produziert, wo alte luxemburgische Klassiker neu produziert wurden. So. Mhm. Und dann wurden lauter so bekannte Bands aus Luxemburg eben durften dann einen Song neu interpretieren, also quasi so in ihren eigenen Stil umsetzen. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe auch einen Song, einen alten luxemburgischen Song, so habe ich dann ganz neu nochmal gemacht. So. Kennen das die deutschen Hörer auch? Nein, nee, überhaupt nicht. Das bleibt dann in eurem kleinen Land? Und ja, ja, ja. Also das ist wirklich so ein luxemburgisch Traditionslied, das kennt man hier nicht. Keine luxemburgische Tradition, sondern eigentlich ziemlich fetzige, schnelle Musik macht ihr? Ja. Also ja, gibt's. War eine Killerfrage, gell? Ja, genau, genau. Wir machen funkige Funk-Rock, Punk-Pop-Musik. Ja. Kiste Funky Monkey halt. Das fiel mir auch auf. Ihr habt einen Stilwechsel quasi von jedem Lied zu jedem Lied oder täuscht das? Es hat den Anschein, dass es manchmal so ist. Kann man auch sagen, dass es so ist, aber die, sagen wir, die Verbindung von allen Liedern, die passt eigentlich schon immer thematisch auch ein bisschen. Es hat immer viel mit Witz zu tun. Die Einflüsse von jeder Musikrichtung sind in allen Liedern so ein bisschen zu hören. Manche sind natürlich, wie zum Beispiel das Lied Mountain Calling, was auf unserer CD drauf ist, das ist mehr so Punk-Rock-mäßig. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die dann mehr so in die Ska-Richtung gehen mit Offbeats oder sowas wie Stan, was dann halt auch absolut zum Tanzen animiert. Aber da sind dann natürlich auch Elemente drin, die auch rockig sind mit verzerrten Gitarren und so fügt sich das schon auch in gewisser Weise ineinander. Also
Es gibt schon einen roten Faden, sagen wir mal so. Wir haben zwar einen wollte er nicht, genau, er wollte nicht abstreiten, dass das nicht zusammengehört. Nee, es gibt einen roten Faden, den musst du halt finden. Aber wir nennen das ein Fahrwasser, in dem wir uns bewegen. Und innerhalb des Fahrwassers toben wir uns auch ganz gern aus. Und uns macht es Spaß, so entstehen die Songs. Bisher zumindest, dass wir einfach Lust hatten, dies oder das zu machen. Außerdem sind wir 5 sehr verschiedene Charaktere, die aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Und da kommt halt viel Diversity zusammen, ne? I got that red car now and it's rushing through my veins. With 160 beats per minute killing all the pain. An earthquake within lets the big shot begin. To wobble with the beat as a superhero awakes from sleep. Constellation into an entire different man. My self-belief has got that extra size. I'm feeling great relief. I'm feeling extra nice. I got my Ihr habt aber gesagt, ihr seid der Kernbestand gewesen oder ihr habt zuerst zusammengefunden, habe ich das falsch gehört? Ja, wir zwei und der Bassist. Mhm. Genau. Und wir zwei und der Bassist heißt Banjo an der Gitarre. Ja. Und du hast gesagt, du spielst lieber keine Gitarre, sondern du machst lieber Kabel kaputt und tanzt ein bisschen auf der Bühne. Ja, genau, das ist mein Job. Und du darfst immer noch mitsingen? Ja, ich darf noch, ja. Also solange es keinen besseren gibt oder ich keinen anderen bekomme, der besser tanzen kann, mache ich den Job. Okay. Und mit dem Singen klappt es auch so? Ja, klappt schon, aber ich hätte gern ein Headset, wie die Boybands damals. Ja. Aber, ja. Das ist noch nicht drin, einfach nee, nur halt mit so einem Ding hier, ja. Mit Kabel und dann. Ja, genau. Ja. Nee, ohne Kabel. Ohne Kabel, oh, dann seid ihr uns jetzt heute voraus. Es war quasi ein Zugeständnis, dass wir halt einfach jetzt machen mussten, dass er zumindest ein kabelloses Mikrofon bekommt. Und jetzt interessiert mich natürlich eure definitive Definition eures Bandnamens. Das könnte man ja ganz unterschiedlich übersetzen. So, gibt dem Affen Zucker oder sowas? Nö, küsst den geckigen Affen. Ist doch ganz klar. Einfach, ganz simpel. Ja. Richtig, ja. So gibt es eigentlich nichts weiteres dazu zu sagen. Und was heißt das auf Deutsch? Auf Deutsch? Ja, den geckigen Affen zu küssen. Ja, das Problem ist, küsst ihn halt ja. Einfach. Ist einfach ja. Man muss einfach sagen, küsst den Affen. Egal, wie er rumhampelt, was er von sich gibt, egal wie funky er ist, er muss einfach geküsst werden. Also erstens mal sind Affen ja witzig. Ja. Du magst auch Affen, oder? Ja, Affen sind lustig. Ja, keine ja eben, genau. Ja. Und das haben wir uns auch gedacht und wir sind halt auch wie so eine Affenbande. Also wir und alle unsere Kumpels und unsere Fans auch, das sind auf jeden Fall Affen, ja. Mhm. Und dann sind wir halt so eine Affenbande und Affen gehören geküsst einfach. Mhm. Also die Jungs wollen geliebt werden und wollen trotzdem wild sein. Ja. Wie ist das bei Jonathan? Ja, gut. Mein Name besteht jetzt nicht unbedingt aus Küssen. Aber ja, ich will natürlich Liebe kommt vor. Werden. Ja, klar. Liebe ja. kommt vor in deinem Jungs. Fall. Ja, klar. Ja. Ja, ja. Aber eher die Nachdenkliche. Ja, also es gibt auf jeden Fall Texte auch auf dem Album, die über Beziehung gehen, über die Liebe. Ja, klar. Es gehört einfach dazu. Ich meine, das ist einfach so ein wichtiges Gebiet im Leben. Kann man nicht ausklammern auch. Nein, und es ist ja auch etwas, was jeder ständig immer wieder erlebt, im Positiven als auch im Negativen. So. Und da gibt es einfach sehr viele Erfahrungen und so und da kann man einfach viel drüber schreiben. So. Mit deiner Leidenschaft kann man mit nichts vergleichen, wird am liebsten für immer an deiner Seite bleiben. Lass uns zusammen diesen Tanz zu Ende bringen. Deine Blicke sagen mehr als 1000 Worte da. Du hast deine Fesseln um meinen Körper gespannt. Ich bin gefangen, würde mich am liebsten nie wieder befreien. Mein Kopf ist voll mit Bildern von dir. Ich bin deine Marionette, du gehörst zu mir. Confidence, quand tu danses, tu me fais tourner la tête. Quand tu danses, je ne sais plus qui je suis.
quand tu danses, j'oublie les douleurs, les galères du quotidien. Quand tu danses, quand tu danses, quand tu danses. Ich habe immer mal wieder den Satz gehört, ich kann jetzt keine Liebeslieder mehr hören, aber ehrlich gesagt, wahrscheinlich bestehen 3/4 der Lieder aus Emotionen und deshalb aus Liebe. Kann man eigentlich gar nicht rausreden, gell? Nö, sehe ich auch so. Ah, gut, ich habe aber jetzt allerdings auch nicht ein Album, wo nur Liebessongs drauf sind, muss man natürlich auch sagen. Also es sind vielleicht ein paar drauf, aber ja, wie gesagt, ich finde, es gehört einfach dazu und deshalb, es gibt ja nicht umsonst so viele Liebeslieder. Und dein Album ist in Deutschland rausgekommen, ganz ohne Mütze, aber... Ja, ja, da sieht man mal meine Haare. Und was mich auch erstaunt hat, du hast auch einen deutschen Sänger hier zitiert, eine Coverversion drauf gemacht von jemand, der hier sehr beliebt ist, Philippe Poisel. Wie bist du da drauf gekommen? Ich fand einfach ich finde den Song super. Also ich habe den Song so gehört gehabt und fand den irgendwie, der hat mich angesprochen, ich fand den richtig gut. Und fand ihn aber, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber in seiner Version hat er mir nicht so gefallen. Ja. Und er ist auch sehr sperrig, finde ich, vom Text trotzdem. Ja, also ich wollte halt dann einfach so meine eigene Version davon ausprobieren. So. Und das habe ich dann auch so gemacht. Die eigene Version, eigentlich ist euer eigentliches Leben, oder vielleicht ist die Musik auch das eigentliche Leben, nochmal von ganz anderen Dingen bestimmt. Ich habe gehört, ihr seid am Institut für Luft- und Raumfahrttechnik, allerdings keine Allflieger. Also der Benjo, ich nicht. Also ich bin derjenige, der am Institut für Flugzeugbau hier an der Uni arbeitet, aber muss auch sagen, wir haben zusammen da auch studiert an der Uni. Ah, okay. Also wir sind quasi gelernte Astronauten. Ja. Das. Ingenieure wird man natürlich jetzt trotzdem bei uns sagen. Ja, und die Mädels sagt man immer Astronauten. Genau, kommt besser, eindeutig, ja. Ja. Wobei, für die Mädels wäre eigentlich das andere Jahr interessant. Ich habe gehört, eigentlich strickst du. Du bist gar nicht mit dem All beschäftigt. Primär bin ich mit Sticken beschäftigt. Sticken, Entschuldigung. Ja, also es ist natürlich nicht so, dass ich jetzt da sitze und hier mit Hand und Nadel das selber mache. Wir machen das mit Maschinen. Mhm. Aber es ist natürlich auch immer Gutes zu erzählen oder witzig, was ich mir, ich sticke oder flechte auch. Und oder häkel. Häkeln machen wir nicht, also noch nicht. Okay. Aber das könnte vielleicht Technologie der Zukunft sein. Und auch nicht mit Wolle oder Baumwolle, sondern mit Kohlefasern. Ja, ja. Die Hightech-Faser der Zukunft. Und da macht ihr bestimmte Produkte oder die Ausgangsprodukte wahrscheinlich eher? Nö, wir beschäftigen uns mehr so damit, wie man diese Fasern auf diesen klassischen Textilmaschinen verarbeitet. My vision ever clear, yet I'm blinded by the lights. Heaven has never felt near. This is the night of all the nights. So my body rocks to the platform where the sound wave is a flow. I'm giving all my love away like I don't need it anymore. I got that monster inside. Man schreibt ja nicht nur, wenn man fröhlich ist. Man schreibt ja oft sogar dann, wenn man irgendwas loswerden will, oder? Klar, doch. Also ich finde auch, oft entstehen gute Texte auch aus solchen Situationen, die nicht unbedingt sehr einfach sind. Aber klar, es gibt auch super positive Texte, die oder Partytexte oder so. Ja.
Die meisten Texte kommen natürlich von einem selber. Aber manchmal schreibt man ja auch über Weltzusammenhänge oder über irgendetwas, was einen beschäftigt. Kommt das bei euch, bei eurer Leichtigkeit auch vor? Das sagt vielleicht besser Roman was dazu. Der schreibt nämlich primär die Texte. Ah. Ja, genau. Es kommt vor, aber eher selten. Also wir sind ja erstmal so von der Grundstimmung alle sehr happy eigentlich. Und wir sind ja auch eine absolute Live-Band, Live-Party-Band, würde ich mal sagen. So, also das ist genau der Grund, warum wir das eigentlich machen, um mit dem Publikum abzufeiern. Mhm. Und da, wenn wir dann unsere Lieder schreiben und im Proberaum zusammensitzen und die Sachen komponieren, da kann es vielleicht schon mal vorkommen, dass einer mit einer Idee kommt, ja, und ihn was beschäftigt und er darüber jetzt einen Song machen will. Aber meistens sind es wirklich eher so der Grund, warum wir das machen, um einfach zu feiern mit den Leuten. Und da passen natürlich dann so Sad-Songs jetzt nicht unbedingt rein. Was macht euch glücklich? Die CD, die nachher da ist, wie ein Kunstwerk? Das Publikum, das mit euch feiert? Oder sind es noch andere Dinge? Die Kohle. Sowohl als auch natürlich. Also, primär sind es natürlich so Sachen, wenn man zum Beispiel jetzt das Werk geschaffen hat oder so und wenn das fertig ist und wenn man da nach wochenlanger Arbeit und hier noch irgendwas anpassen und schieß mich tot, dann da völlig fertig da sitzt und denkt, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr da drauf eigentlich auf diese CD, weil ich es 1000 Mal gehört habe und irgendwie mir das so in Ohren raushängt, so, aber wenn es dann irgendwie fertig ist und es... 2 Tage später schaut man das Ding an, gell, und dann irgendwann denkt man halt, okay, das war jetzt richtig geil. Und natürlich so, wie der Roman schon gesagt hat, gerade auch so Live-Erfahrungen und sowas, wenn die Leute das einfach annehmen, was man macht und mit einem abfeiern und sowas, dann das ist mit einfach Singen, das Beste. Und tanzen und die Bude auseinanderbricht. Das ist geil. Unser Ding, ja. Was macht dich glücklich? Ich sehe das, also auf die Musik bezogen, sehe ich das sehr ähnlich. So. Also ich finde auch eigentlich so, in dem Album steckt ja sehr viel drin, so sehr viel Energie, sehr viel Zeit, und man ist eigentlich sehr glücklich dann, wenn das Album fertig ist und dann rauskommt. Und auch die Konzerte, so, das macht natürlich auch enorm Spaß, dann so die Songs, die man für sich so geschrieben hat und dann im Studio produziert hat, natürlich dann den Leuten zu zeigen und mit den Musikern halt zu spielen, ist natürlich immer eine super Energie. So. Wenn du dir einen Ort auf der Welt aussuchen könntest, wo du am liebsten mal ein Konzert gibst, was wäre das? Ui, gute Frage. Wo war bisher der schönste Ort? Ich habe ein paar coole zum Beispiel als meine erste CD vorgestellt, die wurde in Luxemburg in der Rockhall, heißt das, so das eigentlich das coolste Konzert
Gebäude in Luxemburg, wo auch viele große Gruppen spielen und so, und das ist halt eine super, super coole Location, und da haben wir die CD halt damals vorgestellt, und das war schon ein richtig cooles Erlebnis. So. Aber ich kann ja jetzt schwer Amerika sagen oder so, weil... So doch, das kann man schon sagen. Mit dem deutschen Album dann da, naja, weiß ich nicht, ob das dann so... Wird schwieriger, da müsste man dann irgendwie ein englisches Produkt haben oder so. Tu me fais tourner la tête. Quand tu danses, je ne sais plus qui je suis. Quand tu danses, j'oublie les douleurs, les galères du quotidien. Quand tu danses, quand tu danses, quand tu danses. Quand tu danses, tu me fais tourner la tête. Quand tu danses, je ne sais plus qui je suis. J'oublie les douleurs, les galères du quotidien. Quand tu danses, quand tu danses, quand tu danses. Reizt sich das auch, englische Songs zu singen? Ich habe es ehrlich gesagt bisher selber noch nie gemacht, außer so Demos eingesungen dann für halt andere Künstler, die das dann singen. Ich verspüre schon den Reiz, es irgendwann mal zu probieren, irgendwie so. Ich habe vor kurzem jetzt noch so mit einem Remixer geschrieben, der richtig coole Beats macht. So. Und wir sind da schon so ein bisschen am Überlegen, was auf Englisch zu machen. Also ich würde es gerne mal ausprobieren so in Zukunft. Aber ob es dann wirklich was wird, das wird man dann sehen. Lieber eine ganz große Halle oder lieber sowas wie eine Oper, wo die Leute ganz dicht auf einem drauf sitzen? Oh, ich glaube, beides hat seinen Reiz. Ne? Für euch auch? Ja, klar, auf jeden Fall. Aber lieber groß und voll. Das war jetzt eigentlich ein richtig. Groß und leer, ne? War jetzt ein richtig gutes Schlusswort. Ich danke euch für das Gespräch. Ja. Wünsche euch alles Gute. Und ja. Ich sage das immer sehr bewusst, auch Gottes Segen für euren weiteren Lebensweg und dass er auch auf eurem Lebensweg die richtigen Dinge findet. Und an dieser Stelle sagen wir Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auf Wiedersehen und freuen uns natürlich, wenn Sie wieder einschalten, wenn es heißt Vollwert, kreative Köpfe aus Musik und Kultur. Auf Wiedersehen. Immer noch dicke Beats, immer noch fette Texte, noch immer kein Interesse für hintere Plätze, immer noch unterwegs für Gott mit Auftrag, immer noch plakativ und deep wie South Park, immer noch der Killer, so wie jedes Mal Kenny, immer noch Peter Pan, Mike, Ruben und Danny, immer noch Warriors für den Boss, für wen sonst, immer noch am Leben für Sea World zu James Bond.